100 Jahre Rettberg-Kaserne, 50 Jahre die Zeitung der Aufklärer, 35 Jahre Kameradschaft. Aufklärungsbataillon 6 Holstein. Als ehemaliger Kommandeur dieser Kaserne, des Bataillons, fungieren Sie nun seit 15 Jahren als erster Sprecher der Kameradschaft. Worauf freuen Sie sich besonders im Hinblick auf die bevorstehenden Festtage und welche Entwicklung erwarten Sie für die Kameradschaft innerhalb der kommenden 10 Jahre? Ja, 50 Jahre Kameradschaft war schon ein Erlebnis. 78 ist sie gegründet worden, da war ich damals Kommandeur. Die Freude auf dieses Wochenende ist, dass viele alte Kameraden Anlass haben, zum Tag der offenen Tür mal wieder nach Eutin zu kommen. Und ich freue mich herzlich darauf, mit denen zu sprechen, die zu meiner Zeit hier Dienst getan haben, die ich vielleicht nicht erkenne, aber die mich als ihren ehemaligen Kommandeur wiedererkennen. Darauf freue ich mich richtig. Vielen Dank. Was war Ihr einschneidendes Erlebnis innerhalb der Zeit als erster Sprecher der Kameradschaft? Da gibt es ganz viele Dinge. Aber ich nehme mal eins heraus. Wir haben wieder den Kontakt aufgenommen nach der Wende nach Ludwigslust zu den Angehörigen Kavallerieregiment 14, die in der DDR die Jahre der Trennung überlebt haben. Und da war es mir ein besonderes Erlebnis, den Herrn von Below, der als Leutnant 1943 geritten ist, mit seinem Funker Soest aus Ludwigslust zusammenzubringen, hier im Casino. Beide haben das Gespräch aufgenommen und danach uns andere Kameraden im Casino völlig vergessen. Das war ein einschneidendes Erlebnis, solche Kameraden einmal wieder zusammenzubringen, die 1943 im Kriege zusammen gekämpft haben. Wie man sieht, eine sehr belebende und reichhaltige Zeit an Anekdoten sicherlich auch, die Sie Sie könnten bestimmt Bücher füllen mit den Ereignissen. Glauben Sie, dass die Tradition unserer Kameradschaft, die weit über 300 Mitglieder beheimatet, zukünftig einen gleichen positiven Stellenwert bei den jetzt noch aktiven Soldatinnen und Soldaten einnimmt, wie wir es in der Vergangenheit erfahren durften? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Sicher haben sich die Verhältnisse erheblich geändert. Die Kameradschaft wurde gegründet aus den Kriegsteilnehmern und 1978 zusammengeführt mit den aktiven Soldaten des Bataillons. Heute haben wir eine ganz andere Struktur des Bataillons und wir haben ganz viele aktive Kameraden, die in der Kameradschaft mitwirken. Der Vorstand bemüht sich, den Kontakt in das Bataillon ständig zu vertiefen. Dem steht ein wenig entgegen, dass heutzutage die Dienstposten sehr schnell wechseln und man hier gar nicht mehr so richtig heimisch wird. Aber wir bemühen uns darum und ich denke, über die nächsten 10 Jahre gesehen, wird es uns gelingen, einen gleichen Anteil von aktiven Soldaten für die Kameradschaft zu gewinnen und diese mit den Alten und Ehemaligen zusammenzubringen zum Gespräch über die Generationen hinweg. Herr Rath, was motiviert Sie als Oberstleutnant außer Dienst, dem Engagement, als erster Sprecher permanent Rechnung zu tragen? Ja, das ist die Freude, zum Beispiel am Kontakt mit Ihnen und anderen aktiven Soldaten. Das Amt ist mir zugefallen vom Oberst Herrmann, dem ersten Kommandeur, der mich schon dazu motiviert hat, die Kameradschaft mit zu gründen. Und er hat schon lange immer gesagt, Manfred, du musst das mal von mir übernehmen und hat mir auch ein paar persönliche Vermächtnisse mit auf den Weg gegeben. Und insofern macht es einfach Freude und eine besondere Freude ist es immer, alle halbe Jahr einmal einen Aufklärer zusammenzustellen und damit den Kontakt zwischen den Alten und den Jungen wieder zu pflegen. Die Zeitung der Aufklärer hat ihr Gesicht vor 2 Jahren gründlich liften lassen. Dem gesellte sich das neue Medium Internet hinzu. Welche Schwerpunkte
setzen Sie ganz persönlich bei der Entwicklung dieser beiden Medien? Ja, wir sind ja ständig in einem Weiterentwicklungsprozess. Sicher war es ein großer Schritt, von damals von Schwarz-Weiß auf farbig zu gehen. Sicher war es ein großer Schritt, ins Internet zu gehen, was für mich manchmal gar nicht so wichtig erschien, aber offensichtlich gut genutzt und angenommen wird. Die weitere Entwicklung wird sein, wieder immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Berichten aus dem Bataillon, den Ereignissen, die so kommen, zum Beispiel jetzt die Flutbekämpfung, und den Berichten aus der Kameradschaft über das, was früher mal war, ausgewogen dort darzustellen. Und das macht eigentlich Freude, weil die Zuarbeit sehr positiv ist. Wie schon angesprochen, Sie leiten die Geschicke der Kameradschaft nun seit 15 Jahren. Haben Sie eine festgezurrte Deadline, wie lange Sie das Amt, sofern Sie wiedergewählt werden, noch innehalten möchten? Nein, diese Deadline gibt es nicht. Ich mache das gerne. Ich schaue mich schon um, wer das von mir einmal übernehmen könnte und will. Aber solange wie ich noch so halbwegs fit bin, werde ich das wohl noch eine Weile machen. Und andererseits hörte man es überall, dass Ehrenämter nicht so ganz leicht zu besetzen sind. Und insofern, der Vorstand ist deutlich verjüngt worden in den letzten 2 Jahren. Und der Vorstand kommt mit mir wohl ganz gut aus. Sonst gäbe es schon längst einen Gegenkandidaten. Deshalb erlauben Sie mir eine Frage. Was erwarten Sie von einem zukünftigen Nachfolger, der sich sicherlich in bewegten Zeiten die Kameradschaft mal führen soll? Da gibt es auch wieder kein Anforderungsprofil. Ich denke mal, einer hat es jetzt kürzlich geschrieben, als ich hier Jugendoffizier war, bin ich zum Aufklärer gegangen, habe mit der Schere kleine Schnipsel ausgeschnitten, mit dem Oberst Hermann auf ein Stück Papier geklebt und dann hat der Drucker Bleisatz gemacht. Heute sind wir ganz woanders, wir sind auch finanziell ganz woanders und der Nachfolger sollte ein wenig Erfahrung im Wirtschaftsleben haben. Ich habe ja 27 Jahre Berufssoldat und 18 Jahre als Manager in einer Messegesellschaft als Erfahrungshintergrund. Aber alles ist erlernbar und insofern kann es eigentlich jeder machen. Wäre es Ihnen wichtig, legen Sie Wert darauf, dass es ein Offizier ist oder kann es auch einer aus einer, wenn wir militärisch sprechen, anderen Dienstgradgruppe kommen oder ist es zwingend ein Muss, dass es ein Offizier wäre? Nein, das ist gewiss nicht zwingend. Das kann man erkennen an den Kameradschaften der übrigen Aufklärungsbataillone, vor allem derjenigen, die aufgelöst wurden. Und andererseits spricht vielleicht dafür, aber wirklich nur im Hintergrund vielleicht, dass der Zugang zum Kommandeur des Bataillons für mich als ehemaliger Kommandeur sicher etwas einfacher ist. Aber grundsätzlich gibt es da überhaupt keine Festlegungen oder Kriterien, nach denen das auszuschließen wäre.